wie noch so 51, 49 gegen die Legalisierung, aber ich glaube, die wird in den nächsten Jahren kippen. Also von daher, auch wenn jeder seine persönliche Meinung dazu hat, aber die Junge Union ist da auf dem Weg, dass sich das verändert, anders vielleicht als die CDU. Trollen hier immer alle so ein Scheiß. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch vielen Dank für euren Support. Ja, wie ihr seht, geht es heute neben unserer Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig, die mal wieder auf Fragen der Bevölkerung eingegangen ist, also jedenfalls um mehr oder weniger, unter anderem aber auch um Philipp Amthor, der in Form einer CDU Gaming Night, ja ernsthaft Gaming Night, eine Frage zur Legalisierung beantwortet hat und somit nochmal aufgezeigt hat, wie er zu dem ganzen Thema steht und vielleicht sogar seine Haltung vom letzten Jahr überdacht hat. Ja, dagegen spricht gar nichts. Also im Fall einer Cannabis-Legalisierung wird das jedenfalls schwierig, sage ich schon mal. Aber dann habe ich auch noch die Meinung bzw. die Haltung der Jungen Union, die natürlich ebenfalls beim Gaming-Abend dabei war, in der die Meinung ganz deutlich von der CDU abweicht. Was dann so gesehen auch in der Zukunft einen Umschwung in der CDU bedeuten könnte, da die jungen Politiker ja auch einmal in die CDU oder aber auch CSU aufsteigen werden. Verräter! Verräter! Ja, die Haltung der CDU scheint wohl so langsam zu bröckeln. Aber bevor wir uns nun die neuen Aussagen anhören, möchte ich dann noch kurz darauf aufmerksam machen, dass ihr gerne auch ein Abo dalassen könnt, falls ihr eben solche Themen in der Zukunft nicht verpassen wollt, was im Übrigen nicht nur mich freuen würde, sondern auch dem Thema ein wenig Reichweite verleiht. Also schon mal danke für jeden, der dieses Thema und auch meinen Kanal unterstützt. Aber nun würde ich sagen, schauen wir auch mal ins erste Thema rein, und zwar der Gaming Night der CDU, in der Philipp Amthor und auch der Vorsitzende Tillmann von der Jungen Union zum Thema der Cannabis-Legalisierung befragt wurden, wobei der Vorsitzende Tillmann nun einmal den Anfang macht und mit seiner Antwort Philipp Amthor ein wenig zum Schwitzen bringt, weswegen wir dann jetzt auch direkt mal reinschauen. 60 Spieler, ich nur 30. Es stimmt jetzt, ich habe hier schon wieder eine Frage, mein Gott, es ist sehr wichtig nämlich, weil das ist zu unserer Zuschauerschaft wahrscheinlich auch ganz viel wichtig. Jetzt kommt Cannabis. Ja, Philipp, das ist auf jeden Fall die Millionen-Euro-Frage. Wie schaut es bei der Jungen Union, deswegen ist es vielleicht eher an Tillmann, wie schaut es bei der Jungen Union mit dem Thema Cannabis aus? Ja, also wir diskutieren das, glaube ich, auf jedem Deutschlandtag. Also unsere größte Mitgliederversammlung ist immer der Deutschlandtag, wo 1000 junge Leute zusammenkommen und auf jedem Deutschlandtag wird es diskutiert. Und ich glaube, von Jahr zu Jahr wird es knapper. Letztes Mal war es wirklich sehr knapp. Also es gibt durchaus unterschiedliche Meinungen dazu. Und momentan ist irgendwie noch so 51, 49 gegen die Legalisierung, aber ich glaube, die wird in den nächsten Jahren kippen. Also von daher, auch wenn jeder seine persönliche Meinung dazu hat, aber die Junge Union ist da auf dem Weg, dass sich das verändert, anders vielleicht als die CDU. Ja, so sieht es aus. Die Meinung der Jungen Union in dieser Thematik ist wirklich eine ganz andere als bei der CDU und könnte in der Zukunft, wie schon am Anfang erwähnt, für einen Umschwung sorgen, da die jungen Politiker natürlich auch aufsteigen werden. Denn schon heute machen sich Unionspolitiker, wie zum Beispiel Julian Brünning, über den ich ebenfalls schon berichtet habe, stark für die Rechte der Konsumenten und versuchen auch, wie in seinem Fall, tatsächlich etwas zu ändern. So zum Beispiel, indem er sich öffentlich für die Legalisierung ausspricht und sogar Zusammenarbeiten mit Filterherstellern macht, die seiner Meinung nach nicht nur der Gesundheit beitragen, sondern auch für Arbeitsplätze sorgen, was auch selbst mich überrascht hat, bevor ich davon mitbekommen habe. Aber lass uns doch am besten mal anschauen, wie Philipp Amthor auf die Frage reagiert und uns mal anhören, was er nach den Worten der Jungen Union zu sagen hat. Ich würde auch sehen, deswegen habe ich gleich getippt, wenn jetzt ein Top-Thema kommt, dass es Cannabis ist. Ich sehe es im Chat auch bei allen Schülergruppen. Ist immer mit die wichtigste Frage, wann kommt die Cannabis-Legalisierung? Dann habe ich immer die Standardantwort, wird für euch erst relevant, wenn ihr volljährig seid. Ja, aber Scherz beiseite, ich bin persönlich kein Fan der Cannabis-Legalisierung, weil ich schon glaube, jetzt aus einer Innenpolitiker-Sicht und auch rechtspolitisch, dass sich dann vielleicht die heute mit Cannabis dealen, dann mit anderen Dingen dealen. Aber trotzdem sage ich auch, und das Versöhnliche an die Community, ich habe immer ein bisschen scherzhaft gesagt, es ist nicht der Untergang des christlichen Abendlandes, wenn man mal einen Joint raucht, und auch die Junge Union ist in der Lebensrealität. Also ich halte es wie Tillmann, ich glaube auch in den nächsten Jahren wird sich da wahrscheinlich was verändern. Okay, also wenn Philipp Amthor da nicht einmal vorher die Antworten von Daniela Ludwig durchgelesen hat, denn auf Abgeordnetenwatch steht von unserer Bundesdrogenbeauftragten fast wortwörtlich das gleiche. So antwortet sie nämlich auf eine ähnliche Frage, ob es nicht offensichtlich ist, dass eine Cannabis-Legalisierung den Banden und der organisierten Kriminalität schaden würde, folgendes, Zitat, nein, das halte ich nicht für offensichtlich. Ich bezweifle, dass sich Dealer im Falle einer Legalisierung beim Jobcenter arbeitssuchend melden oder eine Umschulung zum Bäcker machen. Es ist eher wahrscheinlich, dass sie staatliche Preise unterbieten und den Wirkstoffgehalt der Droge erhöhen, um konkurrenzfähig und damit weiter im Geschäft zu bleiben. Mit freundlichen Grüßen, Daniela Ludwig. Ja, Sie müssen mit meinen Antworten klarkommen, so wie ich mit Ihren Fragen. Okay.
Also, dass er sich auf die Frage eingestellt hat, konnte man sich ja schon vorstellen. Doch die Antwort dann quasi 1:1 wiederzugeben, ist dann auch ein wenig schwach. Aber wenigstens ist er nicht ganz realitätsfern und sieht auch, dass es innerhalb seiner Partei eine Veränderung gibt, weswegen selbst auch er nicht abstreiten kann, dass die Zukunft bei dieser Thematik sich auch innerhalb der Union ändern könnte. Was wiederum ein gutes Zeichen ist, dass die Legalisierungsbewegung fortschreitet, wenn dann selbst schon bei der konservativen Partei darüber gestritten wird. Was ihr jedenfalls davon haltet, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Aber nun würde ich sagen, kommen wir auch zu unserer Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig, von der ich euch eine Antwort auf eine Frage rausgesucht habe, die eventuell darüber Aufschluss gibt, ob wir sie denn auch noch nach den Bundestagswahlen haben. Und ich euch daher auch direkt mal die Frage und Antwort zitiere. Frage an Daniela Ludwig bezüglich politisches Leben und Parteien. Sehr geehrte Frau Ludwig, haben Sie vor, noch einmal als Drogenbeauftragte zu wirken? Mit freundlichen Grüßen. Ja, also diese Frage stellen wir uns wohl alle, worauf Daniela Ludwig dann antwortet. Sehr geehrter Herr. Zuerst einmal haben natürlich die Wählerinnen und Wähler das Wort, beziehungsweise die Stimme. Aus Respekt vor dieser Entscheidung verbieten sich Spekulationen über die Zeit nach der Bundestagswahl. Mit freundlichen Grüßen, Daniela Ludwig. Okay, also das hört sich auf jeden Fall für mich gesehen nicht gerade so an, als würde sie ihren Posten behalten wollen, denn sonst hätte man meiner Ansicht nach auch so etwas geschrieben, dass man gerne den Posten weiter behalten würde, auch alleine aus dem Grund, um ihre Vorhaben durchzusetzen. Aber vielleicht zielt sie ja wie ihre Vorgängerin Marlene Mortler aufs EU-Parlament. Naja, also wenigstens wäre dann wieder ein Platz frei. Schlimmer kann es ja jedenfalls nicht werden, obwohl, das haben wir ja auch schon letztes Mal gesagt. Aber wie sie ja schon richtig sagt, wird ja erst nach den Bundestagswahlen entschieden und vor allem, welche Partei denn überhaupt regieren wird. Denn nach aktuellen Wahlprognosen kann so gut wie alles passieren. So wäre nämlich aktuell eine schwarz-rot-grüne oder aber auch eine Jamaika-Koalition sowie auch eine schwarz-grüne Koalition möglich. Wobei jedoch bei jeder Koalition, wie ihr merkt, immer die CDU dabei wäre. Weswegen es auf jeden Fall zu heftigen Debatten führen würde und auch die Legalisierung gar nicht so klar wäre. Was jedoch aber nicht bei der Ampelkoalition der Fall wäre, wozu aber zum aktuellen Zeitpunkt noch ein paar Prozente fehlen würden, aber bis zu den Bundestagswahlen sind ja dann auch noch ein paar Tage hin, in denen Armin Laschet noch gerne mal ein paar Aktionen bringen kann, so wie die letzte. Dieses Lachen von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet bei einem Besuch in Erfstadt sorgte deutschlandweit für Empörung. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident alberte während einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Hochwassergebiet seines Bundeslandes im Hintergrund mit anderen herum. Ja, also das hat ihn hoffentlich ein paar Punkte gekostet. Aber was ihr über das Thema denkt und ob ihr denkt, dass unsere Bundesdrogenbeauftragte nach der Wahl noch im Amt ist, könnt ihr mich ja wie immer gerne in Kommentarform wissen lassen oder mir aber auch über mein Instagram-Profil schreiben, auf dem ich euch auch mal auf privatere Fragen antworten kann. Über alles weitere, was die Legalisierung angeht und über die Fehltritte Daniela Ludwigs, werde ich euch dann natürlich wieder hier auf den Laufenden halten. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr wieder ein paar Informationen mitnehmen konntet und ja, auch gesehen habt, dass die Junge Union vielleicht in der Zukunft für eine Legalisierung ist. Also schreibt mir eure Gedanken doch gerne in die Kommentare. Also das treibt auch immer die Videos nach oben. Also schon mal vielen Dank dafür. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal.